gerade wenn wir jetzt den Neurons hoffentlich unter Vertrag nehmen, da schauen wir jetzt dann einfach mal, wie viel dann am Schluss für mich übrig ist, aber das ist jetzt erstmal nicht das Hauptziel, sondern jetzt wollen wir erstmal wieder eine gute, junge, schlagfertige Truppe aufs Feld schicken und der alte Mann, der bleibt dann schon da. Als ich damals angefangen habe mit 20, wo, als ich nicht wusste, kannst du dich in der Liga durchsetzen, und dann, was weiß ich, 19 Jahre später einer von 6 oder 7 zu sein, die je 30.000 Punkte gemacht haben in der Liga von den vielen, vielen Superspielern und Athleten, die Liga je gesehen hat. Also das ist schon Wahnsinn. Ich habe da irgendwie jetzt kein Ziel mehr gesetzt, sondern ich glaube, der Körper und der Geist, die werden das schon wissen, wenn es langt, dann langt es. Aber im Moment macht es noch Spaß, ja, mit den Jungs zu arbeiten. Und der Wettbewerbswille, der ist schon noch da. Ja, klar, im Training ist es manchmal ein bisschen schwer, vor allem wenn du nachts spielst, schläfst kaum, Kids früh wach und dann am nächsten Früh sollst du um 10 trainieren. Da ist nicht immer die Motivation super. Aber wenn die Spiele dann losgehen, ja, und der Ball geht hoch und die Fans in dem Stadion, das macht auch immer wieder Spaß. Also von daher hoffe ich, dass der Körper noch einigermaßen mitspielt. Habe jetzt schon im Sommer wieder viel trainiert, auch für die Waden, damit die Achillessehne hoffentlich nächstes Jahr hält. Wenn ich merke, dass das war's, dann war's das. Also da wird auch keine große Ankündigung vorher kommen, vor einem Jahr, oder das wird dann vorbei sein, wenn ich es weiß.